Hallo Jungs und willkommen zu einer neuen Folge von Dizzy vs. Genos! Leute, wir sind Folge 1. Ja. Oh mein Gott, ist das unangenehm, Leute. Wir haben nichts mehr. Schaut euch an, unsere Taskleisten sind leer. Wir haben keine Rüstung. Wir stehen komplett nackt, stehen wir hier gerade. Taskleisten ist auch geil. Die Taskleisten? Das ist eine Hotbar, also, ja, oder? Das ist meine Taskleiste. Ich bin Boomer. Ich bin auch ein bisschen älter hier. Ich wollte ja sagen. Richtiger Boomer. Oh mein Gott. Zuschauer sind so, was ist eine Taskleiste überhaupt? Ja, ich spiele übrigens auch mit der Maus, bin nicht am Handy. Maus. Krank. Ja, wir haben nichts mehr, weil wir sind in der letzten Folge. Das sind die Momente, wo ich mich total vorfürchte, ne? Wo man wirklich sowas sagt und so. Und dann auch noch so das versucht zu relativieren, zu sagen, hey Leute, das ist übrigens eine Maus, das kennt ihr ja heutzutage. Ich hasse das so, ich kann das nicht, ich will nicht so alt sein. Ja, aber ich glaube, in mancherlei Hinsicht sind wir auf jeden Fall schon so alt, leider. Nein! Oh, Entschuldigung, okay. Okay, Entschuldigung. Okay. Wir sind gar nicht alt, wir sind auch richtige Pro-Gamer. Deswegen haben wir auch nie irgendwas verloren. Was brauchen wir jetzt überhaupt wieder? Irgendwie alles, oder? Wir müssen zurück in die Höhle, Leute. Also sorry für die letzte Folge. Wobei, eigentlich muss man gar nicht sorry sagen. Ich finde, wir haben es richtig nice gemacht, muss man wirklich sagen. Finde ich. Und manchmal geht's einfach nicht weiter. Wir hatten über 600 Schuss. Man kann sich nicht immer entschuldigen, nur weil was halt nicht perfekt gelaufen ist, so, hä? Ja. Geht halt nicht immer. Izzy, du bist, da merkt man wieder, wir sind doch noch die Gen Z, weißt du? Wir sind wirklich, du bist gut genug, wie du bist. Du hast dein Bestes gegeben. Ah ja, stimmt. Du hast ja auch erstmal Urlaub verdient, mein Lieber. Und lass dich nicht ausbeuten hier von der Arkwelt. Okay. Wo wollen wir? Ich bin im Urlaub. Oh, mach's gut, Gott. Du hast recht, ich brauch erstmal ein Päuschen. Du kommst wieder zurück und wenn du nochmal eine Folge unter 30 Minuten machst, dann wirst du mal eine ganz andere Sicht hier erleben, okay? Was machst du denn nämlich nochmal? Okay, kommst du wieder zurück. 140 Folgen sind nicht genug. Du wirst jetzt auch mal hier arbeiten und wir müssen unsere Sachen zurückbekommen und wir müssen uns richtig auch beeilen. Denn na, erstmal die Basics. Erstmal schon mal die Basics, musst du erstmal lernen. Und dafür brauchen wir Weapons, Ammo, Grappling Hooks, Metal. Metal brauchen wir. Metal, Leute. Ihr hättet gesagt, wir machen jetzt einfach so ein paar Hail Mary Runs, ja? Also so Kamikaze. Wer ist das? Ist die bekannt, Hail Mary? Ich weiß es nicht mal. Aber du weißt, was ich meine mit einem Hail Mary Run, ne? Also ein Hail Mary Run. Du meinst, warte, mir fällt auch noch was anderes ein, bestimmt. Red mal weiter. Ja, Kamikaze weißt du ja. Kamikaze ist auch gut, ja. Kamikaze, aber Kamikaze eigentlich mit dem Flugzeug in einen Flugzeugträger reinfliegen oder irgendwo anders reinfliegen. Und das ist ja eigentlich erweiterter Hals Suizid, über Kopf. Ne? Hals über Kopf eigentlich auch nicht schlecht. Wobei Hals über Kopf, also wenn der Hals über dem Kopf ist, ist eigentlich Standard. Nur, eigentlich Australien, ne? Eigentlich Down Under einfach. Muss ja gar nicht sagen. Ich dachte jetzt, dann bist du tot, aber nee, in Australien leben die ja alle. Also. Wieso sollte in Australien. Achso, weil die auf dem Kopf stehen. Achso, ja, okay. Ja, stimmt. Mhm. Ja. Merkst du selbst, ne? Macht voll ich dachte Sinn, irgendwie gerade so richtig bescheuert in meinem Kopf, müsste auf jeden Fall dann der Hals oben auf dem Kopf sein. Aber ja, wenn man ja auf dem Kopf steht, dann ist ja sozusagen, ja, hast recht. Ja. Ja, ja, ist klar. Nee, ist völlig korrekt. Absolut mein Fehler. Ja, Australier haben den Hals ja auf dem Kopf, ja. Das ist, also, ja. Ja, mehr kann ich eigentlich auch zu diesem Thema nicht sagen. Aber wir müssen jetzt einfach in diese Höhle rein und unsere Sachen holen. Und dafür denke ich. Ich glaube, wir haben ja voll viele Crossbows im Vault. Wir sollten einfach gefühlt alle mitnehmen, oder? Genau, das wäre der Plan. Alle Crossbows mitnehmen und ganz viele von den Grappling Hooks nehmen. Alter, haben wir viele. Wir müssen ja echt keinen neuen machen, ne? Du hast 3 oder 4 genommen? Crossbows, ne? Ja, ich habe schon 4, ja. Ja, dann nehme ich auch 4 mit. Und die parken wir dann auf dem Quetz. Wir machen richtig viele Grappling Hooks. Ja, genau, dafür haben wir noch. Wir brauchen noch Fiber. Ich pack's mal rein. Okay, brauchen wir auch noch Cementing Paste? Ich glaube nämlich auch demnächst, deswegen habe ich was gemacht gerade. Cementing Paste? Nee, brauchen wir nicht. Also zumindest nicht für Grappling Hooks. Doch. Nein, wir haben 850. Ach so, also das reicht okay, locker. Ja, okay. Krass, das war Fiber, also was gefehlt hat und ich war so bestimmt viel Cementing Paste, aber nein, du hast absolut recht. Aber Stone Arrows fehlen noch am ehesten. Ja, und wir brauchen auch neue Stone Arrows eigentlich. Die können wir im Inventar gleich mal machen. Damit wir auch mal wieder Arrows haben.
Wie viele Grappling Hooks gibt es denn eigentlich? Und wir brauchen ein bisschen. Wir brauchen ein bisschen gute Rüstung. Damit wir nicht direkt da drin sterben. Also alles, was eigentlich eine Vorrüstung ist, ist super. Und wir können eigentlich fast auch einfach mehr mitnehmen. Ich glaub, ja, nee. Wir können diesen Trank machen, dass uns nicht kalt wird. Dann könnten wir stärkere Rüstung nehmen den Trank und es ist trotzdem nicht kalt, oder? Ja, hast du recht. Daraus wird jetzt der Petri-Sattel gemacht. Okay, ist in the making, Herr Doppel-Z. Ich wäre dann auch soweit ready, um loszulegen. Wenn wir in die Höhle reingehen, nehmen wir dann direkt alle Grappling-Hooks mit oder lassen wir sogar ein Backup zu Hause? Weil wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nochmal stirbt? Groß, oder? Groß, ja, natürlich nehmen wir nicht alle mit. Nein, wir nehmen nur... Achso, wir nehmen halt so ein Drittel mit, würde ich sagen. Wir haben ein Drittel ist richtig. Okay, das heißt, ich mache am besten echt die ganze Zeit weiter, ne? Ja, wir nehmen auch mal die Simple Shotgun-Ammo, die wir noch hier haben, mit. Die lassen... Lassen wir aber am Ketz, würde ich fast sagen. Aber dass wir sie mal da mit haben. Weil wir brauchen auch wieder... Wir brauchen ja wieder Schüsse, ne? Wir brauchen wieder Schüsse, damit wir uns irgendwie verteidigen können. Also wir haben noch diese eine, diese Handgun. Gott, vergessen, wie sie heißt. Wie hieß die nochmal? Diese Pistol, glaube ich. Pistol wahrscheinlich, oder? Ja, Ascendant Fabricated Pistol. Es gibt auch eine Ascendant Simple Pistol, aber wir haben nämlich diese, die ganzen das, Bullets. Ist das denn eine Standard oder ist die hochprozentual? Die ist hochprozentual. Okay. Okay, weil ich wollte gerade sagen, wenn die nicht ist, dann sind wahrscheinlich irgendwelche Crossbows wahrscheinlich schon fast stärker, ne? Wobei die wahrscheinlich viel schneller schießen kann. Ja, und da müssen wir aber auf jeden Fall Pfeile halt wieder machen, ne? Jede Menge Arrows. Und ja, da bin ich die ganze Zeit eh schon dabei. Fiber, Thatch und Flint. Hast du Fiber, Thatch und Flint? Ja, ich bin durchgehend am Arrows am Produzieren. Die werden aktuell nur alle umgewandelt in Grappling Hooks. Ja, weil... Das Ding ist, Leute, ne, wir werden mit der Grappling Hook, müssen wir jetzt so ein bisschen Tarzan-mäßig, werden wir uns jetzt schwingen, so von A nach B durch die Hülle durch. Und vielleicht wird es beim ersten Mal direkt klappen, dass wir zu unseren Sachen kommen. Dann haben wir wieder unsere Sachen. Vielleicht wird es aber auch, wenn wir sterben, dann müssen wir uns nochmal durchgehen, weil es sind ja überall die Pullover, die scheiß Pullover. Bei denen könnt ihr euch mal beschweren. Bei den Temperaturen. Achso. Ja, eben, es ist Sommer, Pullover soll mal verschwinden. Wir haben jetzt aber zumindest mal gelernt zwischen den Folgen. Sommer. Nur bei dir auf Mallorca vielleicht. Ja, hier ist ziemlich gut. Wir haben 30 Grad heute. 30 und, Grad? Ja. Nein. Doch. Junge, wir haben 16. Das ist einfach doppelt so viel Grad wie wir. Wir haben gerade 27. Krank. Mhm. Das ist echt viel wärmer. Viel wärmer als 15. Und ungewöhnlich 16. Hier. Und, ja. Nee, aber das heißt, wir könnten vielleicht sterben, vielleicht kriegen wir auch unsere Sachen, aber wenn wir halt da reingehen, dann hängen wir vielleicht irgendwann mal an der Decke und kommen nicht weiter, ohne alles zu töten. Spätestens, wenn wir bei unseren Sachen sind, die sind in diesem kleinen engen Gang, dann müssen wir eigentlich töten. Und um zu töten, brauchen wir... Aber können wir das nicht mit den Sachen, die wir haben, liegen, die wir dann wieder nehmen? Ja, aber wir können sie ja nur nehmen, wenn wir getötet haben. Aber wir brauchen die Schüsse dafür. Ja. Wir brauchen die Pumpgun-Ammos. Ja, eigentlich. Aber die Frage ist, wenn wir sterben auf dem Weg, und dann liegt die Pumpgun-Ammo irgendwo rum, und dann müssen wir die wiederholen. Und dann müssen wir von da aus dann wieder zu den Leuten. Ich würde Pfeile mitnehmen, weil es viel günstiger ist. Wir haben ganz viele Crossbows, wir können mit den Crossbows schießen. Wobei, da müssen wir auch zwei Crossbows mitnehmen. Oh mein Gott! Izzy, wir müssen einfach irgendwie da rein hoffen, dass es gut funktioniert, würde ich sagen. Ja. Es bringt ja nichts. Wir machen jetzt einmal hier kurz fertig, Leute, und dann schwingen wir uns auf die Petris und fliegen einmal zum Quetz hin und hoffen, dass es funktioniert. So, Fleisch haben wir noch kurz eingepackt, Leute. Ganz Inventar ist jetzt auf jeden Fall voll mit Sachen hier. Mit verschiedenen Rüstungen, mit Werkzeugen, alles, was wir auf den Quetz packen wollen. Fire Curry ist drin. Also, wir sind ready. Nimm mal eben kurz die Hälfte vom Fleisch, weil ich glaube, ich komme mit dem Petri Fleisch. Auch an meine Belastungsgrenze. Ach, du hast selber schon genommen. Ja, ich habe schon selber genommen. Und ich wollte gerade testen, ob ich auch sozusagen noch gut fliegen kann. Ja, ich kann auch gut fliegen. Aber so knapp, aber ich kann gut fliegen. Und damit geht es jetzt hier, Leute, in den Sonnenuntergang Richtung Love Death. Hier vorne 3000 Meter zurück Richtung Höhle. So, Leute, wir sind fast wieder da hier beim Last Death Point. Aber hier ist noch ein roter Drop. Und ich dachte mir, Herr Doppel-Z, warum nicht? Warum checken wir nicht einmal aus? Scheint auch gerade gar nichts Böses direkt hier zu sein, zumindest noch nicht, was gut ist. Wir haben Fire Curry drin. Echt? Ja, das ist doch geil. Und Metal Arrows war wirklich ein scheiß Drop. I have to say, there was a really... Hey, Fire Curry ist doch voll gut. Ja, ein einzelnes Fire Curry, ich habe 6 Stück eins. Gemacht, Alter. Okay, eins. Aber immerhin ein Fire Curry war am Stidizel. Warum wirst du mir da angezeigt?
weiß nicht, ob du mir richtig angezeigt wurdest. Egal, wir fliegen jetzt noch 800 Meter. Dann sind wir beim Höhleneingang. Mir ist ich bin auf jeden Fall wieder da, ich bin schon beim Quetz. Ist noch ein blauer Job, aber auf den warte ich. Hab meine Pelzsachen auf jeden Fall angezogen. Und ich sortiere jetzt schon mal alles ein. Also nehmen wir ein oder wir nehmen zwei Crossbows mit, damit wir mit dem einen hängen können. Das heißt, wir nehmen einen ganz schlechten mit und einen ganz guten. Einen zum Schießen, einen zum Hängen, ne? Okay, ja. Doch, einen zum Schnee. Ich würde nicht, weil wir dann haben wir wieder nur einen einzigen, weißt du, den wir nehmen können. Da haben wir nur einen einzigen Versuch, haben wir dann ja, weißt du? Also ich habe noch zwei im Backup, also ich kann zwei da lassen. Genau, das heißt, du hast nur ein extra Versuch, weißt du? Ich wollte eigentlich, dass wir vier Versuche haben, dass wir richtig so kamikaze-mäßig da reingehen. Aber wir brauchen... Achso, du willst jetzt einmal rein komplett ohne mit Crossbow schießen, nur hangeln? Ja, aber stimmt natürlich, du brauchst irgendwas zum Schießen, du hast ja nichts an... Bei dir geht nicht anders, ne? Ich habe ja die Pistole noch, aber wir haben ja auch eine gute Pistole. Ich habe auch die Pistole. Ah, stimmt, ja, weil dann würde ich einmal mit Pistole versuchen. Okay, das heißt, nur ein Crossbow mit, die restlichen Crossbows da lassen. Also jetzt richtig schön Inventar, sag ich mal, entleeren hier. Wir haben eine Smithy gerade gemacht, oder? Also du. Ja, ich habe eine Smithy gemacht. Dann kannst du eine Smithy hier noch machen, dann können wir da auch alles mal reinschmeißen. Weil wir wollen ja auch unseren Quetz ein bisschen... LOL! Was? Sieht das cool aus? Oder sieht das dumm aus? Das sieht aus, als hätte man so eine kleine Schale unter der Werkbank. Ne? Da kann man auch mal runterwerfen, die Sachen, die man nicht braucht, Leute. Wie zum Beispiel, stimmt, ich habe ja Metal Arrows. Die kann man jetzt schön Metal. Einmal kurz im Mülleimer tun, ihr wünscht euch ja immer, ne? Ich habe die Drops schön geleert, Leute, ja? Metal Arrow rein. So, und dann gucken wir mal. Metal Arrow rein. Turn on. Grind Item, da kommt raus ein Metall. Hammer. Bisschen Polymer, Cementing, bekommt alles Mögliche raus, ja? Polymer ist gut. Also, habe ich mal ein bisschen was hier kurz rausgehauen. So, kann auch wieder zurück. Und jetzt lieber beeilen, Leute. Einmal kurz die wirklich wichtigen Sachen. Eigentlich kann fast alles, warum auch immer ich die Blueprints mitgenommen habe, kann hier rein. Was ist mit Klamotten? Packen wir die Backups auch in die Kisten oder nehmen wir die mit, wenn die unterwegs kaputt gehen? Die Klamotten, wir nehmen nur einmal gute Klamotten jetzt mit. Okay, aber kein Backup. Wenn irgendwas in der Rüstung, in der... Ja, nee, dann ist das egal. Ja, nein. Genau, damit wir hier neu spawnen können und direkt einen zweiten Versuch machen können, sollten wir... Ach, Freunde, und folgendermaßen, wir haben noch Rare Flowers mitgenommen. Mhm. Wenn man die Rare Flowers isst, dann werden alle in einem relativ großen Umkreis aggressiv auf einen. Das heißt, die ganzen Pullover, die kommen auch raus und wollen dann attackieren. Das wäre vielleicht eine Überlegung, wer die zu essen, um so Überraschungsangriffe zu vermeiden. Ja. Oh, ich habe gerade eine Vermutung. Was denn? Hast du Grappling Hooks mitgenommen? Sag nicht, du hast sie vergessen. Ja, ich hab mich, aber nur 25 halt, ne? Scheiße. Hast du alle vergessen, die du gemacht hast? Nein! Ja. Das ist so ein Dänemark. Alle noch in der Werkbank. Scheiße. Okay, erster Versuch machen wir jetzt mit denen. Die beide nehmen jeweils 25, okay? Und wenn man stirbt, der erste. Ehrlich? Stirbt, ich wollte jetzt schon wieder zurückfliegen. Nein, wir haben keine Zeit, es dauert zu lange. Erster Versuch machen wir damit, danach spawnt man ja zu Hause und nimmt einen neuen Petri und kommt damit direkt zurückgeflogen, okay? Haben wir noch so viele Petris zu Hause? Ja, haben wir. Wir haben auf jeden Fall noch einen da. Es muss ja auch nur einer, aber dann sparen wir uns den Einweg. Also vielleicht sterben wir gar nicht und die 25 reichen. Deswegen nimm die 25, die drin sind, im Inventar. Und nimm dir eine gute Rüstung, dass du jedes Teil einmal hast. Was heißt denn die 25 im Inventar? Ich habe keine Grappling Hook. Was heißt aus im Inventar? Außer Smithy. Smithy Inventar, okay. Nimmst du dir raus. Nimmst du dir Fryer Curry, musst du... Dann musst du mir noch die Hälfte der Schüsse geben. Ja, Hälfte. Für die Pistole. Ja, ist auch in der Smithy. Und Fryer Curry, hast du irgendwie alles rausgenommen? 10 Stück. Ich dachte, das war schon die Hälfte gewesen. War noch nicht die Hälfte? Nein, es waren nur 7 oder vielleicht waren es 10 insgesamt. Ja, wieder 5 reingetan. Das ist schon gut, dass ich aus den Drops nämlich noch 3 bekommen habe insgesamt, aus beiden Drops. Sonst hätten wir noch weniger. Nehmen nur maximal zwei Fryer Curry mit, ne? Wir brauchen Backup Fryer Curry hier noch. Ja, können wir hier. Ich pack alles in die Kiste. Mir ist das irgendwie gerade zu kompliziert mit auch noch der Smithy. Keine Ahnung. Ich würde lieber alles in die Smithy, weil die ist viel größer. Wir haben nicht so viel Zeug hier. Ich kann, das ist jetzt schon alles hier vorne drin. Ist auch egal, so wichtig ist es nicht. Okay, bei mir ist jetzt alles im anderen drin. Okay, nimm dir 2, 3 Fallschirme mit. Ein Fallschirm, oder? Was willst du mit dem zweiten? Ja, passt dann auch. Ich nehme noch ein bisschen Pfeile mit. Du hast deinen Crossbow, hast du, ne? Ja. Dann sind wir ausgestattet und können jetzt hoffentlich... Weißt du, vielleicht schaffen wir es direkt beim ersten Mal. Vielleicht kommt Pullover und schießt uns runter und wir sind komplett am Arsch direkt wieder. Man wird's sehen. Ich nehme ein bisschen Fleisch mit.
dass man nicht so schnell. Ich habe jetzt nur Fleisch, Parachute, Fryer-Curry und eigentlich einen Crossbow. Also, ich habe auch noch die Schusswaffe, aber davon hast du mir die Schüsse schon gegeben? Nee, ne? Die sind auch in der. Alles ist in der Smithy. Alles ist in der Smithy. Wie heißen die Schüsse davon? Die heißen Bullets. Ach, das sind die Bullets. Davon die Hälfte oder nimmst du davon? Dann können wir eigentlich ich nehme alles alle mitnehmen, mit. Weil wenn genau, wir die fünf, verloren genau, haben. Genau, ich habe 500 Schüsse mitgenommen, weil wenn wir die Waffe verlieren, bringen uns die Schüsse ja auch nichts mehr. Deswegen davon alles. Hier unten ist der Eingang, Leute. Irgendwo hier muss auch noch der Giga rumlaufen. Der war ja beim, als wir hier zum ersten Mal waren, war der hier. Aber unser Licht diesmal, ne? Von der Base, also von der Quetz-Base leuchtet bis hier unten rein. Manchmal das ist ganz geil, aber. Sieht hier eigentlich schon ganz geil aus, ja? Wie wir hier stehen. Ob wir aber auch wirklich gut genug sind, das werden wir erst noch, das werden wir erst noch sehen. Wie viele Grappling-Hooks hast du jetzt mit? Ich habe 25 mit. Krass, ist zu wenig, oder? Ich weiß nicht, wir müssen es halt, also anders, ich würde sagen, es ist jetzt der erste Versuch. Ja, okay. Du darfst nicht denken, dass das der einzige Versuch ist. Wir müssen es jetzt einfach so schnell es geht da durch, weil wenn wir anfangen langsam zu gehen und überall zu schießen, schaffen wir es eh nicht. Das geht nur mit krassen Waffen, mit krasser Ausrüstung und die können wir jetzt nicht machen, weil dafür müssen wir 10.000 Polymer wieder machen. Das heißt, und dann müssen wir alles und vor müssen wir halt nicht 600 Schüsse, sondern halt wieder über 600 Schüsse machen, nur um an den gleichen Punkt zu kommen. Wir müssen jetzt so eine Hail Mary Kamikaze, wir gehen rein, Leute, wir springen einfach durch. James Bond, Tomb Raider, Lara Croft, keine Ahnung. Wir müssen uns da irgendwie einfach durch. Indiana Jones. Wie auch immer, wir müssen da durch. Ich bin Forrest Gump einfach. Forrest Gump einfach durchlaufen. Glurak. Okay, du bist Glurak, ich bin Forrest Gump. Wir jumpen da einfach durch und hoffen, dass wir es schaffen. Und wenn wir es nicht schaffen, müssen wir halt direkt zurückspawnen einfach. Mhm. Okay. Ich würde sagen, das ist that is the way to go. Ja, also ich habe Fleisch, ich habe meinen Fryer Curry, Rare Flower soll Schusswaffe brauchen. Und... Ja. Das war's. Ey, komm, let's go. Rare Flower warst du auch mit? Ja. Ich habe 11 Stück. Bisschen viel. Ja, ich hab 13. Passt schon. Noch 6, gut ist. Okay. Bist du schon runtergesprungen? Ja, ich bin schon unten. Ich bin schon am Eingang von der Base. Von der Base, von der Schneehöhle, Leute! Oh. Ich, bin nicht bestens gelandet hier. Huch. Ja, ich musste auch mal so ein bisschen erstmal leider um die Ecke leider rum. Mir ist tatsächlich okay, bisher bin noch jetzt nicht, wirklich in der Höhle. Noch nicht zu kalt, deswegen werde ich auch erstmal noch nichts essen. Krass, mir schon. Vielleicht, ich habe ja Rüstung an, aber eigentlich keine gute Vorrüstung, aber anscheinend reicht es bis jetzt. Wir haben Temperaturen von derzeit minus 18 Grad. Oh, jetzt ist mir zu kalt. So, dann esse ich einen Fryer Curry hier. Das hält tatsächlich 900 Sekunden, das heißt 15 Minuten. Okay. Oh, schießen, mein Gott. Schießen, ich sie. Ich kann leider noch nichts machen, nämlich. Scheiße, muss nachladen. Noch 2 Sekunden. Och, Mann, ey. Mann, ey, und scheiß Teil. Hier war letztes Mal noch nix. Schieß an die Decke, oh. An die Decke schießen, an die Decke schießen. Ja, ja, ja. Das dauert viel zu lange. Wo kam er denn her? Auch nur einen. Auch nur einen hier. Deswegen, aber Headshot also, macht viel mehr Schaden, ne? Ja, wow. Izzy, der braucht 1000 Schaden. Wir machen alle unsere Schüsse hier gefühlt weg für den jetzt. Jetzt claimt der Fest, also wieder da. Also eigentlich ist genau das, was nicht passieren darf. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich dachte, hier kommt noch keiner, so dumm von ja, mir. Das ist natürlich jetzt eine blöde Situation hier, ne? Oder hängt der jetzt? Wahrscheinlich hängt er nicht, sobald wir wieder runtergehen, ne? Hä? Wo habe ich denn eben 120 Damage gemacht? Ich schieße die ganze Zeit in seinen Kopf rein und habe nicht mehr gemacht. Oder warst du das? Ne, du konntest ja ich habe 216, 116 mache ich. Gerade eben habe ich... ich mache in den Kopf, glaube ich, 116. Ich mach auf jeden ja, jetzt habe ich halt keinen Crossbow, mit dem ich schießen kann, ne? Ja, ich mache auf jeden Fall viel mehr Schaden als du, weil ich halt die viel bessere Waffe habe. Deswegen ist es eigentlich besser, wenn ich mal schieße in solchen Situationen. Ja. Wie und will ja eher die Munition dann aufteilen, weil ich mache mehr als doppelt so viel Schaden. Ja, ist tot. Okay. Mann, ey, guter sorry. Start. Ist, ja, das war wirklich ein richtig, richtig geiler Scheißstart. Das Ding ist eigentlich, müssen wir halt das vermeiden zu kämpfen, sondern einfach nur... Schießen an die Decke, immer weiter hangeln. Genau, direkt immer weiter hangeln. Also nicht, dass jetzt... Ich wurde halt komplett von dem Scheißteil überrascht. Hier, letztes Mal war hier doch noch nichts. Erst um die Ecke kamen die Sachen. Ja, der wollte schon mal direkt begrüßen hier von wegen. Schön, dass ihr wieder da seid. Mhm, so hat es so wirklich gewirkt. Ich habe jetzt noch Hälfte Leben. Und regeneriert es irgendwie nicht? Doch, also, regeneriert. Sehr kalt? Langsam. Nee. Na ja, ein bisschen, aber es passt noch. Okay, also hier, so. Da sehen wir jetzt auf jeden Fall Sachen.
die Drops ignorieren wir, Izzy. Ich will mir jetzt wirklich an die Decke schießen. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben gelernt, dass die Pullover, dass man die aber eigentlich erkennt. Ich glaube zum Beispiel das Schwarze da, genau in der Mitte, wo ich hinziele. Dieses kleine Ding auf dem Boden. Da links ist hinter einer. Hinter dem Yeti. Da unten auf dem Boden ist so ein, ja, so ein Maulwurfshügel. Ne? Und wenn man von denen seitlich getroffen wird, das haben wir gelernt, dann wird man runtergeschossen. Das heißt, das muss man irgendwie vermeiden. Ja, ich habe es gerade nur nach Hälfte Leben. Wollen wir jetzt uns da hochschießen und oben bleiben? Oder wollen wir uns hochschießen, ranziehen, sofort wieder weiterschießen, ranziehen, sofort wieder... Eigentlich sofort weiter. Soll ich mal versuchen, ob das geht? Ja. Das Ding ist, wenn ich zum Beispiel jetzt da hinten hinschieße, ne? Ich glaube, genau wenn ich in der Mitte bin... Ja, ich scheiß mich schon ein hier. Kommt gleich ein Pullover gleich. Kommt der Pullover sofort, aber wie soll ich das vermeiden? Ja, das ist halt immer die Frage. Du könntest es vermeiden, indem du eine Rare Flower isst vorher. Aber dann muss ich auch mitkommen. Stimmt. Soll ich eine essen? Weil mit Rare Flower werden alle aggressiv. Okay, wir versuchen jetzt. Rare Flower Taktik. Ich esse. Okay, er kommt sofort. Okay. Er kam nicht aus dem Boden. Die kommen nicht aus dem Boden. Doch. Jetzt hat er dich attackiert aus dem Boden. Ja. Hat er dich nicht getroffen? Nee. Boah, alle hinter dir her. Okay. Ich bin komplett alleine. Die gehen alle auf dich. Aber du kommst jetzt wohl auch gerade mit, oder? Nee, gerade noch nicht. Warum nicht? Ihr siehst mich komplett alleine! Du sollst doch mitkommen! Jetzt ernsthaft! Ja, ich komme. Ach ja, ich bin am Arsch, weil ich nicht schießen kann aus dem Wasser. Ich bin, warum? Ich weiß nicht warum. Ich bin irgendwie ins Wasser. Hat er nicht geschossen. Ah, ich hab hier den Bug. Ich hab einen Bug, wo ich nicht schießen kann. Was? Wie? Ich hab Glück gehabt und es ging gerade so, aber meine Rüstung ist jetzt kaputt. Das ist einfach ein scheiß Arg-Bug. Ich hasse Arg dafür. Jetzt häng ich in der Luft. Okay, ich bin fast da, Izzy. Wo bist du? Ich bin auch relativ weit. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Weg ist. Warum bist du nicht da? Aber das Hangeln klappt übelst gut. Ja, ich weiß. Gut. Ich bin hinter dir. Okay, gut. Oh, ich bin fast tot. So eine Dreckscheiße. Und jetzt sterbe ich hoffentlich nicht, weil mir zu kalt ist. Sterbe ich jetzt, Izzy, glaube ich. Obwohl ich Fryer Curry habe, werde ich sterben. Oh nein, ich hänge fest. Oh, bin da. Okay, Mann, ist echt übertrieben kalt. Mir auch. Ja, ich bin jetzt jeden Moment tot. Nur wegen der scheiß Kälte. Das ist doch kacke, ey. Hey, was ist denn mit dem Fryer Curry? Ja, das bringt mir irgendwie nichts gerade. Also, oder nee, doch, Fryer Curry ist an. Aber es reicht nicht. Fryer Curry reicht nicht, weil es hier so kalt ist. Ich werde sterben nur wegen scheiß Fryer. Mann! Ich kann so viel essen, wie ich will. Komm, ich wenigstens erst kurz an unsere Sachen irgendwie dran? Izzy, ich bin tot. In einer Sekunde bin ich tot. Ja, ich auch gleich. Ansonsten, klar, du kannst versuchen jetzt an deine Sachen. Die liegen nämlich hier hinten. Ich bin 70 Meter noch von meinem Todespunkt entfernt. Das war's. 70 Meter. Hier sterbe ich und ich kann nichts machen. Ich esse die ganze Zeit, um irgendwie zu gucken, ob das mich wieder hochheilt. Aber tut es nicht. Ich bin bei meinen mein Sachen Problem ist, dass ich noch kein Fryer Curry drin habe. Das heißt, ich habe wenigstens noch die Chance. Jetzt ist mir zu kalt, mit Fryer Curry aber zu überleben. Bin tot. Aber unter mir. Man! Unter mir ist gerade noch ein Wolf. Fuck, hey, krass, dass Fryer Curry so wenig bringt. Es wäre nicht. Ich hätte meine Rüstung nicht verloren. Wäre ich. Oh, goddammit. Ich hätte das nicht verloren. Wäre ich nicht diesen Bug gehabt, Leute, dass ich nicht mehr schießen konnte. Und ich deswegen dann unten war und meine Rüstung verloren habe. Okay, mit dem Fryer Curry habe ich nur noch das Eissymbol, kein Eisklumpen mehr. Ja. Das heißt, ich kann hier erstmal überleben. Ich bin auf dem Boot gespawnt. Ich muss jetzt das neu, die ganzen Grappling Hooks, die wir vergessen haben, muss jetzt einmal mir holen. So, Grappling Hooks. Soll ich sonst irgendwas mitnehmen? Ich glaube, sonst fehlt uns nichts, oder? Ich denke eigentlich auch nicht. Also außer wir können auch Pelzrüstung machen. Ja, wärmere Rüstung. Ich hätte es halt geschafft. Ich war da. Es ist so dumm. Das war jetzt ja auch nicht leicht. Und ich war da. Das ärgert mich. Ey, das hat aber richtig so gut sehr geklappt, ne? Ich bin direkt hinter dir gewesen. Also jetzt dann am Ende. Und das hat mit dem Schießen richtig gut geklappt. Ja, eigentlich haben wir es wirklich gut gemacht. So, okay, back, Leute. Zurück beim Quetz. Jetzt muss ich nur schnell mir wieder Sachen nehmen. Ich habe die neuen Grappling Hooks am Start. Eieiei, jetzt nicht runterfallen hier. Dankeschön, danke. Richtig voll hier. Wirklich richtig Luft. Ein Flugzeugträger, der selbst auch ein Flugzeug ist, ist das hier mittlerweile. Krasses Teil. Bisschen Star Wars-mäßig. Ich habe 165 Grappling Hooks. So, wir lassen davon gerade mal 21 im Inventar. Dann haben wir noch mehr, falls wir es nochmal brauchen. Ich brauche natürlich einen neuen Crossbow. Ich sitze übrigens gerade direkt vor den Kristallen, vor diesem Kristallgang auf dem Boden. Du bist genau da, ja. Okay, weil ich habe nur noch eine Grappling Hook. Weil ist die kaputt gegangen oder warum? Nee, ich habe die einfach verbraucht. Oh, scheiße, okay.
So, Fryker wird gegessen, Leute. Also Grappling Hooks bitte noch mitbringen. Ach, Grappling Hooks, dachte du hast Crossbow nicht mehr. Okay, bringe ich dir ein bisschen was mit. Ich nehme auch ein ganz paar Rare Flower noch mit. Und ich brauche einen Parachute für runter. Und etwas mehr. Mir ist mittlerweile übrigens richtig kalt auch. Aber ich verliere nur ganz langsam Leben. Also wirklich sehr, sehr langsam. Ja, also ich habe jetzt noch 400 von 420 Leben. Ich komme zurück in die Höhle. Oh, hier ist ein Mini-Mammut. Na du? Level 110, eieiei. Okay, ich komme schon. Ich wollte gerade sagen, wir haben gerade andere Probleme. Aber sah süß aus, ne? Was soll man sagen? Also da, wo du gestorben bist, sind Bären. Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, da war einiges. Jetzt ist auch die Frage, jetzt gehe ich wieder rein. Jetzt sozusagen mein zweiter Kamikaze-Run. Kann auch sein, nicht beim zweiten Kamikaze-Run. Also, ich hast du es genauso gemacht mit an die Decke schießen, ranziehen, X, wenn man oben ist, sofort wieder weiter. Das ging echt gut. Ich mache das genau jetzt nochmal, aber am besten. Immer an die höchsten Punkte an der Decke. Ich muss mich einmal konzentrieren, sonst verkacke ich das. Das war nicht leicht für mich, aber ich. Okay, Leute. Vorher Rare Flower? Zwei. Ich weiß ja, ob die das gebracht hat, die Rare Flower. Doch, das war gut. Die sind ja rausgekommen, oder? Nee, das ist nicht rausgekommen. Egal, ich versuch's einfach, okay? Konzentration. Scheiße, das muss jetzt klappen. Das muss klappen. Okay, bisher gut. Ich sehe dich da hinten dran langhangeln. Ja. Kommst immer näher. 150 Meter noch. Ja, ich hab ein bisschen... 130 Meter gedroppt. Noch. Oh, sehr gut, nur noch 100 Meter gleich. Ja, ich hab einmal verkackt jetzt. Aber es ging noch, okay. Oh, du bist schon da, du siehst mich schon, oder? Ja, du siehst mich schon. Ja, ich seh dich, okay. Ja! Das ist ein richtig guter Punkt, wo du bist, weil jetzt, hier ist richtig hoch. Ja. Das war gerade richtig dumm. Aber ich hab's überlebt gerade so. Okay, ich komm zurück und mir ist aber auch kalt. Scheiße, hoffentlich war das jetzt nicht dumm. So, okay, schnell zu dir kommen. Achtung, die Bären rechts. Ja, ja, die sehe ich, aber die werden auch nicht böse zu mir. Jetzt einmal rüber. So. Ja, okay. Soll ich auch rüber? Ich habe nur noch einen Grab. Yes, boys! Mir ist nicht mehr zu kalt! Mir ist nicht mehr zu kalt und ich regeneriere. Genau, komm hier rein und bleib hier, sie? Genau. Jetzt brauche ich Grappling Hooks. Dring Grappling Hooks. Ich habe keinen einzigen mehr. Okay. Da, bitteschön, wir haben auch noch welche in unseren Leichen drin. Also ich zumindest in meiner Leiche vorne. Oh Gott, wir sind wieder hier. Oh, hier, oh nein, mir ist wieder zu kalt. Schritt nach vorne, hier vorne ist besser, glaube ich. Okay, die Schneeflocke ist das Schlimmste oder der Eiswürfel ist das Schlimmste? Der Eiswürfel ist das Schlimmste. Dann muss ich hier zurück, weil hier ist nur ein bisschen cold. Und da, wo nur ein bisschen cold ist... Ah, es ist aber auch kälter geworden, wieder minus 34, 23 Grad. Okay, weil hier regeneriere ich. Ich muss kurz regenerieren, Leute. Ich muss kurz regenerieren. Da vorne sind unsere Sachen. Oh, siehst du unsere Sachen schon? Mir ist kalt, Alter. Mir ist so ein... Ich muss Klimaanlage ausmachen. Es ist zu kalt hier. Oh mein Gott. Oh, mir ist kalt. Hab ich noch wo sollen denn unsere Sachen sein? Die ersten? Noch weiter durch. Ich sehe sie auch gleich. Passt ach auf, ja, stimmt. Ich bin ja da vorne gestorben, als ich da kamikaze-mäßig durch wollte, ne? Ja. Wenn man was isst, ne, kriegt man in dem Moment schneller, ja, ich weiß, ich glaube schon. Schau mal, also Leute, hier 220, jetzt geht es sozusagen immer pro Sekunde geht es 0,1 hoch ungefähr. Wenn ich jetzt drücke. Ja, ein bisschen schneller vielleicht. Aber egal, ich habe schon wieder 240, also langsam habe ich wieder voll. Und gerade ist auch nicht mal mehr ein bisschen zu kalt. Gott sei Dank, weil wir haben jetzt hier Temperaturen mittlerweile von minus 20 Grad. Wie kann das sein? Ich zitter, weil mir kalt ist. Es ist so weird. Also ich habe nur eine Schneeflocke und regeneriere auch Leben und es ist minus 23. Ich meine jetzt in echt, ich zitter. Mir ist kalt. Ach so, echt? Ja, ich glaube, ich Klimaanlage. Ja, aber mir ist echt kalt in dieser Höhle. Und war ich so, oh mein Gott, ich habe es zweimal hintereinander geschafft, Izzy, direkt hier hinzukommen. Weißt du, wie lange wir beim allerersten Mal gebraucht haben, um hier hinzukommen? Ja. Jetzt, das war echt so eine James-Bond-Aktion, die ganz geil war. Das Problem ist, hier vorne, da sind die Bären. Die werden wir jetzt noch nicht triggern, wenn wir hier sind. Das hier ist mein Last. Du hast ihn getriggert. Du hast ihn getriggert. Oh mein Gott, okay, an die Decke schießen. An die Decke schießen. Oh, sorry. Der hat mein Oberteil kaputt gemacht. Von da aus? Er hat mich einmal gehittet. Okay, scheiße. Und ich du Arsch! Oh Mann, sonst haben wir die auch nie so getriggert.
Ich kann leider nicht mithelfen, weil ich nichts habe. Oh Junge, ist Junge. So scheiße. Oh, danke, ist okay. Oh mein Gott, das war echt eine dumme Aktion. Okay, hier sind meine Sachen. So, jetzt habe ich die mich zurück. Jetzt kann ich selber auch schießen. Mit der. Mir ist eiskalt. Und Fryer Curry ist jetzt auch gleich zu Ende. Ja, hast du noch einen Fryer Curry? Ja. Okay. Hast du irgendwas, was du hast. Kannst du irgendwelche Rüstungen mehr machen? Nee, kannst du nicht, ne? Nee. Ich hab noch irgendeinen Head-Scheiß. Ich hab natürlich auch kein Head mehr. Ich hab gar kein Head leider. Die Boots machen hier nicht mehr als die. Meine, ja. Hast du jetzt unsere Sachen gesehen? Nee. Hast du deine Sachen gesehen? Ja, ich hab meine Sachen schon letztes Mal gesehen. Die sind da vorne. Da sind halt, war halt der Diener und vielleicht noch welche. Genau, hast du jetzt einfach, die von eben schon falls wieder? Du hängst, regenerierst du nicht. Aber du hängst nicht, ne? Gut, du hängst nicht. Ich kann aber auch nicht regenerieren, mir ist zu kalt. Okay, was ist nochmal? Ich hab's euch schon wieder vergessen. Eiswürfel ist schlimmer oder Schneeflocke schlimmer? Eiswürfel. Eiswürfel ist schlimmer? Eis ist immer kälter als Schnee, ja. Okay, gut, ja, so kann man sich das merken. Dann, aber hier habe ich nur Schneeflocke. Dann sollte mir hier doch, sollte ich hier regenerieren. Ich bin voll sogar. Ich aber nicht. Aber hast du Schneeflocke oder was hast du? Ich hab Eiswürfel. Dann komm mal genau an meinen Punkt. Das ändert nichts, ich habe kein Oberteil an. Okay, Fryer Curry hast du drin. Was für Schuhe hast du? Vielleicht kann ich dir irgendwas geben. Also ich kann dir meine Schuhe geben. Schuhe habe ich vor. Und wie viel Cold Resist haben die? 56. Nee, dann sind die besser. Was für Handschuhe hast du? Da habe ich 34 Cold Resist. 11 nur. Okay, dann nimm zumindest die. Mehr habe ich leider nicht. Ich habe meine auch dahingeschmissen. Ich habe ein Chesspiece, aber es hat jetzt auch nur Cold Resist 15, aber nimm das zumindest. Das ist ein. Ich habe meine da hinten noch hingeschmissen. Ist im Bär drin, ne? Okay. Meine Arme. Ja. Ich habe immer noch Eis, leider. Okay, ja, mehr kann ich nicht machen. Da müssen wir so schnell es geht einfach weiter, weil da vorne sind ja dann irgendwo deine Sachen. Wir sehen ich hab gleich Hälfte Leben nur noch. Okay, genau deswegen müssen wir schneller vorangehen. Ich kann jetzt ja gleich wieder schießen. Ich muss das aber natürlich, wichtig, schnell, wo ist meine blöde Waffe da? An die Decke. Und nicht gerade alleine vorgehen, bitte. Nee. Weil ich bin gerade im Inventar. Okay. Oh, hier ist nur noch Schneeflocke, Okay, sehr gut, sehr gut. Hier ist direkt der nächste Bär. Siehst du den nächsten Bär? Und er kommt an die Decke, Decke. Er ist sauer, aber er kommt noch nicht. Er scheint zu kommen. Er kommt. So, hoffen wir, dass er auch um die Ecke kommt und wir ihn töten. Ich glaube nicht, dass er um die Ecke kommt, oder? Ja, sieht nicht so aus. Ich schau nochmal. Hier habe ich auch wieder Eis. Krass. Ja, scheiße. Hier habe ich sogar auch Eis jetzt. Er kommt nicht. Also, aber ich sehe genau da meine Sachen. Und das Ding ist, Leute, die werden auch nicht ewig da bleiben. Ich muss sie also möglichst schnell holen. Aber oder kann man die kurz holen, alles übernehmen und dann an die Decke schießen? Es ist ein Meter neben ihm. Mhm. Und es sind auch nur meine, aber zumindest hier ist sie. Ja, dann trigger ihn schnell, oder? Okay. Ah, ja, okay. Schieß mich nur schon mal an die Decke. Guck erst, bevor du schießt. Ja. Was soll ich erst gucken? Ja, okay, ja so. Es sind mehrere auf jeden Fall. Und jetzt kommt einer, der wieder sauer ist. Der aber nicht durchkommt. Ich schaue, ob ich von hier aus. Ich hänge ja dran, okay. Ich mache nur 78 Schaden in den Reihen mit meiner Waffe. Die haben irgendwie eine krasse. Meine gute Shotgun, Leute, liegt halt direkt da. Aber ich glaube nicht, dass da hinkommen ist das Problem. Jetzt dreht er sich langsam gerade. Ich habe eine Überlegung. Pass auf, er kommt, glaube ich. Er hängt immer noch so weird. Dahinter ist noch einer. Ich kann kurz was überlegen. Nein, weil ich mit Ultra ist es wirklich so knapp jetzt, ob das hier gerade funktioniert oder ob das eine ganz dumme Idee ist. Ich meine, deswegen, sorry, ich muss mich einmal konzentrieren. Jetzt kommt er. Kommt nicht, glaube ich. Och Mann, also er ist losgekommen, auch wirklich. Ja, der bleibt dann hinter der Ecke hängen die ganze Zeit, glaube ich. Nee, er ist jetzt schon weiter. Er ist schon deutlich weiter gekommen jetzt. Schieß nochmal auf den. Mach ich. Jetzt mach ich auf einmal 116. Ja. Von unten oder so macht man mehr Schaden. Irgendwo macht man mehr Schaden auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es unten oder Bauch oder sowas ist. Ja, solange du kannst, einfach drauf. Mach ich. Es sind leider zwei Stück. Ja, sie kommen nicht näher gerade. Ich kann mich auch wieder abseilen. Es hilft nichts, außer raufzuschießen hier, Leute. Also es ist ja gut, dass sie nicht kommen, aber es ist so dieses Unlogische und man weiß nicht, kommen sie jetzt oder nicht. Tatsächlich ist es fast besser, wenn du nicht raufschießt. Weil deine Schüsse sind viel weniger wert, weißt du, weil ich nur bessere Waffe habe. True. Und lieber gibst du mir gleich die Munition. Aber so ist eigentlich perfekt, also solange du schießen kannst und die nicht kommen. Ja.
Und siehst du, ich mache hier unten irgendwie auf die Beine oder Bauch, irgendwas macht 116 und manchmal nur 78. Also das macht schon viel aus, damit wir Munition sparen. Was sind das für Teile, Junge? Ja, sterb du Scheißteil, wirklich! Okay, den haben wir auch. Es war, glaube ich, noch einer. Aber jetzt sehe ich gerade keinen. Also sieht eigentlich gut aus. Ne, doch, einer lebt noch. Es lebt mindestens, ich glaube zwei. Ich glaube, das eine ist noch ein Wolf. Und wahrscheinlich kommen danach nochmal irgendwelche. Aber zumindest sehe ich einen Wolf. Boah, ey. Ist das ein Scheiß hier wirklich. Junge, Junge, Junge. Einfach nur Munition verballern ohne Ende. Aber anders kommen wir halt nicht durch. Man kann sie ja nicht irgendwo weglocken oder so. Wenn mein Fryer Curry abgelaufen ist, bin ich auf jeden Fall auch im Arsch. Ich hab noch Fryer Curry für dich. Ich hab noch Fryer Curry. Okay. Aber ich hab noch 460 Sekunden. Ah! Oh, was machst du da? Der hat dich schon wieder gehittet. Ja, ich hing kurz fest. Okay, aber ich komm auf jeden Fall hier. Ich kann irgendwie nichts machen. Ja, du kannst dir gleich Munition geben. Aber, ja, gerade kannst du ja, das kann ich machen. Doch, doch, du kannst das machen. Du kannst mir Munition geben. Aber immerhin, Leute, wir benutzen die 1000 Schuss, die wir immer wieder gefunden haben. Wir haben sie nicht gegrindet. Wir benutzen sie, um sie hier in diese Polar Bears reinzuballern. Die haben hier mehr Leben als ein Alpha T-Rex. Kann das sein? Es ist schon, also wahrscheinlich nicht ganz, aber es ist schon absurd, wie viel. Einer lebt noch, mindestens. Und ich habe mich abgestinkt, leider. Ah, einer ist da. Ja, er hängt halt so. Er könnte jetzt jeden Moment kommen. Mann, ich will meine Sachen. Wenn wir unsere Sachen jetzt nicht spawnen, wäre so dumm. Komm, du Scheißteil, endlich. Entweder komm oder komm nicht. Ah, du machst auch so viel mehr Schaden. Deswegen, ja. Sonst wird's ja Sinn, man zu zweit, aber so. Du machst ja fast dreimal so viel Schaden. Wie viel Schaden machst du? Ich mach 116 und du machst... Ich weiß nicht, eben war es gleich 45 oder so. Weil wenn du hinten aufs Bein irgendwie so 46. Okay, aber es gibt zwei Punkte, weißt du? Weil manche Punkten... Ne, hier mach ich gerade auch 116. Ach, keine Ahnung. Okay, fair. Okay. So, jetzt aber hin. Vorsicht, nicht einen Schritt zu weit gehen. Weil ein Schritt zu weit heißt, wir triggern neue. Da sind sie, da sind sie. Ich hol's meine Sachen. Scheiße. Oh, da kommt Pullover! Ja, und Wölfe! Ich bin am Arsch, ich bin am Arsch, ich komm zurückgelaufen. Meine. Hä? Ich kann meine nicht. Dings macht sich ab! Meine Dings hat sich abgemacht, zweimal hintereinander. Ja, einfach abgemacht. Mir. Ja, ich kann auch, es hat einen Bug bei mir. Ich schwöre, ich kann meine Sachen nicht. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht schießen. Fucking hell. Ich hatte keinen Effekt, nichts und konnte trotzdem nicht schießen. Oh. Bei mir ist automatisch das Ding abgegangen. Ich habe mich nochmal neu dran geschossen. Es ist einfach wieder abgegangen. Obwohl ich einfach oben nur gegen die Decke geschossen habe. Es hat nicht mehr geklappt. Scheiße. Junge, wir haben das so gut gemacht. Okay, Leute, wir versuchen es weiter. Ich habe zumindest meine Sachen resettet vom Timer her. Hast du? Hast du kurz reingeguckt? Ich habe sie rausgenommen sogar. Ich habe alles rausgenommen, ich habe alle meine Sachen, aber deine natürlich noch. Das heißt, du bist damit sogar ein Stück zurückgelaufen, die sind jetzt näher vorne. Ja, die sind viel näher, aber jetzt sind auch mehr die Dinos halt näher, ne? Aber. Aber okay, wir haben auch unsere Sachen beim Quetz, Leute. Wir können sozusagen direkt wieder reingehen. Wir machen uns aber in der nächsten Folge. Und ja, ey, ich glaube, es ist eine Hammer-Taktik, die wir hier gemacht haben. Alter, wo spawn ich denn hier? Na, wow, ich bin am Boden gespawnt, direkt neben Megastern. Ich auch. Ja, ich bin nicht nur am Boden gespawnt, ich bin im Süden der Map gespawnt, obwohl ich mich auf dem Quetz eigentlich. Wir haben wahrscheinlich das gleiche Bett ausgewählt, deswegen. Und ich bin irgendwie dann kurz daneben gespawnt. Egal, Leute, wir sind zurück. Da will ich da hochgucke, Junge. Ja, da oben hin holen wir uns die Sachen, Leute. Wir machen noch einen Versuch und dann schaffen wir es. Wir sind sehr, sehr weit. Ey, danke für eure Tipps in den Kommentaren. Und wir sehen uns morgen wieder. 14 Uhr auf dem Kanal von Izzy. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.